Voilà, bonjour à tous. Permettez-moi de saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à la présidente von der Leyen au Grand-Duché de Luxembourg. C'est un grand honneur pour notre pays et aussi pour moi-même de vous recevoir. Mon pays a toujours été un allié fidèle de la Commission européenne et aussi un défenseur du projet européen et de la méthode communautaire qui consiste justement à prendre aussi en considération les spécificités de chaque État membre, quelle que soit sa taille. Je suis convaincu que nous pourrons aussi poursuivre sur cette lancée avec votre Commission, qui est non seulement la gardienne des traités, mais aussi celle de la méthode communautaire. Lors de notre entrevue, nous avons eu un vaste panoplie de dossiers que nous avons discutés. Permettez-moi de me concentrer sur deux sujets en plus dans le détail. Le premier, qui est celui de la politique climatique, et celui aussi du cadre financier pluriannuel. Pour la politique concernant le climat, notre Grand-Duché salue l'adoption du pacte vert et se félicite aussi justement de l'ambition recherchée avec l'objectif de la neutralité climatique de notre Union d'ici 2050. La transition vers une économie neutre en carbone d'ici 2050 n'est pas seulement une contrainte, mais présente aussi un nombre d'opportunités, et on oublie trop souvent d'en parler aussi des opportunités que présente cette transition. Je regrette que pour certains, cette tendance de vouloir transformer cette discussion juste sur le pro ou le contre nucléaire. Le Luxembourg reste d'avis que le nucléaire n'est pas une solution au changement climatique et que c'est une source d'énergie qui est peu sûre, non durable, et les coûts assimilés sont souvent aussi sous-estimés. Et c'est pour cela que nous estimons essentiel de pouvoir avoir un scénario 100% renouvelable, tel que nous avons aussi discuté lors du dernier Conseil européen ensemble, afin de mieux pouvoir voir aussi et calculer les implications et les bénéfices d'une telle stratégie. Pour ce qui est du cadre financier pluriannuel, notre pays s'était d'emblée prononcé en faveur de la proposition initiale de la Commission et continuera à plaider aussi pour des volumes adéquats et une meilleure prise en compte des politiques de l'avenir comme le climat, le numérique et la recherche. Sans un budget européen ambitieux, moderne et réformé, le marché unique restera fragmenté. Nous ne pourrons pas financer adéquatement nos priorités politiques. Et je dois vous dire que les propositions actuelles ne sont tout simplement pas réalistes. Elles ne sont pas réalistes, elles ne sont pas ambitieuses, elles ne sont pas compatibles avec l'agenda politique commun que nous nous sommes donnés en tant qu'Union européenne. J'étais aux différentes réunions à Bratislava où on a dit qu'on doit faire plus pour la migration, j'étais à Göteborg où on a dit qu'on devait faire plus pour le social, j'étais à Rome où on a dit qu'on devait faire plus pour les jeunes, j'étais à tellement de réunions où on s'est dit qu'il faut qu'on fasse plus. Mais une fois que si on se décide à vouloir faire plus, il faut aussi donner les moyens pour faire plus. Et permettez-moi aussi de répéter ce que j'ai déjà dit, et même si je suis un des rares à le dire en tant que chef de gouvernement ou chef d'État, que de penser qu'une réduction drastique de 2 milliards dans l'administration publique européenne n'est pas tout simplement pas acceptable pour le Luxembourg, mais on ne peut pas s'attendre à un service de haute qualité, se donner un agenda ambitieux en se disant que on le fera avec plus personne. Donc ce n'est pas possible. Und abschließend lassen Sie mich unseres volles Vertrauen in der Unterstützung für diese neue Kommission zum Ausdruck bringen, deren politische Prioritäten und auch Vorgehensweise von Luxemburg insgesamt auch geteilt werden. Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren eng mit Ihnen, Präsidentin von der Leyen, und Ihrer neuen Kommission auch zusammenzuarbeiten. Und ich bin zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit sehr produktiv und auch fruchtbar sein wird. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Premierminister, lieber Xavier. Vielen Dank für den ausgesprochen freundschaftlichen Empfang hier, die Fortsetzung einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit. Wir kennen uns seit vielen Jahren und ich habe es auch erlebt, wie stark Luxemburg
die europäische Funktion und Agenda vertritt in dem ersten gemeinsamen Rat, die wir miteinander gehabt haben. Luxemburg ist, wenn es ein Land gibt, das europäisch ist, dann ist es Luxemburg. Und das konnte ich in den vergangenen Wochen wieder spüren, das konnte ich heute spüren. Und es ist einfach schön, hier an diesem besonderen und feierlichen Tag in einer unglaublich malerischen Hauptstadt auch zu sein. Für mich ist es wieder ganz besonders, diese Hauptstadt zu sehen. Ich finde auch, dass Luxemburg sehr stark auf den Punkt bringt, was Europa im Großen auch ist, nämlich eine jahrhundertealte Geschichte, ein Schmelztiegel von Nationalitäten und Sprachen, das kennt ihr hier, und eine hochmoderne Stadt dabei. Und die besten Talente Europas wollen hier arbeiten, wollen hier leben, und genau das ist auch die Geschichte Europas, die Luxemburg widerspiegelt. Vielen Dank für die stete Unterstützung unserer gemeinsamen europäischen Agenda, die wir haben. In der Tat möchte auch drei Themen ansprechen. Das erste ist der Kampf gegen den Klimawandel, der Klimaschutz, den wir unterstützen, und hier den European Green Deal. Mein Kompliment und mein Respekt für die luxemburgischen Entscheidungen, mutige Schritte zu unternehmen. Ich finde beeindruckend, dass das ganze Land die Entscheidung getroffen hat, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos zu machen, also tatsächlich den Worten auch Taten folgen zu lassen. Das ist eine Vorbildfunktion, wo ich hoffe, dass viele dem luxemburgischen Vorbild auch folgen werden. Luxemburgs Finanzzentrum ist Vorreiter bei der Klimafinanzierung. Auch diese Seite gibt es. Und in der Tat, du hast eben angesprochen, unser gemeinsames europäisches Ziel im Jahr 2050, klimaneutral zu sein. Wir werden dafür erhebliche Investitionen vornehmen. In der Tat, ich bin auch der Überzeugung, das ist die europäische Wachstumsstrategie und diesmal eine Wachstumsstrategie, die dem Planeten mehr zurückgibt an Ressourcen, als dass sie dem Planeten nimmt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine einmalige Chance für Europa ist, in neue Technologien, saubere Innovationen und Technologien zu investieren und damit auch der Exporteur des Wissens und der Technologien in der Welt zu sein. Wir werden morgen im College den Grundstock für die Investitionen präsentieren, nämlich einerseits den Just Transition Mechanism, der genau darauf ausgerichtet ist, dass Regionen, die eine starke Veränderung machen müssen, weil sie sehr CO2-abhängig in der Produktion noch sind, hin zu einer sauberen Region die Unterstützung der europäischen Ebene bekommen. Aber auch das, was wir den Sustainable Europe Investment Plan nennen, der eigentlich ein European Green Deal Investment Plan ist, wie wir über das gesamte Budget über die nächste Dekade 1 Trillion freisetzen, um dort auch in die neuen Technologien und die neuen Ziele zu investieren. Wir haben auch über das Thema Brexit gesprochen. Großbritannien ist unser Freund. Die Briten sind unsere Freunde. Es ist eine gewachsene, lange Freundschaft. Aber wir müssen neue Wege miteinander gehen. Und auch hier gilt, es ist die Entscheidung Großbritanniens, wie nah oder entfernt vom größten Binnenmarkt der Welt sie sein wollen. Je näher sie sind, also das Level Playing Field, je stärker sie auch bereit sind, die europäischen Regeln zu beachten, desto leichter wird der Zugang zum europäischen Binnenmarkt sein. Je weiter entfernt, je weniger Level Playing Field, desto schwieriger wird natürlich ihr Zugang auch zum europäischen Binnenmarkt sein. Es ist eine Entscheidung, die Großbritannien fällen muss, und wir werden in den Verhandlungen den Raum, den wir nutzen wollen, ausloten, um dann die Verhandlungen dementsprechend auch festzulegen. Drittes und letztes Thema, in der Tat der mittelfristige Finanzrahmen, den wir miteinander diskutieren. Ich bin sehr dankbar für die luxemburgische Position, die ganz klar eben auf den Punkt gebracht hat, auch dass, ja, wir haben die klassischen Politiken wie die Kohäsionspolitik oder die Landwirtschaftspolitik. Aber der dritte Teil ist die Modernisierung. Und alles, was wir erwarten von der Europäischen Union, und da sind zu Recht viele Erwartungen an Europa gestellt, der Menschen, die in Europa leben,
verbergen sich hinter dem Modernisierungsteil. Das heißt, er muss eine wichtige Bedeutung bekommen. Diese Diskussionen werden sehr intensiv sein. Ich bin sehr froh, dass der Präsident Charles Michel die Verantwortung übernommen hat, gemeinsam mit der kroatischen Ratspräsidentschaft. Ich danke vielmals, dass ihr nochmal den Blick auch auf das Personal lenkt, denn wir haben hervorragende Menschen und Experten, die in der Europäischen Kommission arbeiten, und wir brauchen sie. Ich kann nur sagen, ich bin, bevor ich Kommissionspräsidentin wurde, Verteidigungsministerin gewesen, für 250.000 Menschen zuständig in der Verteidigung. Wir hatten dort über 60.000 Beamtinnen und Beamte in der Verwaltung. Die Europäische Kommission, die zuständig ist für 500 Millionen, sagen wir ohne unsere britischen Freunde 440 Millionen in 27 Ländern, hat 32.000. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wie hart diese Menschen arbeiten, wie brillant das Niveau ist, auf dem sie arbeiten. Und deshalb sollten wir investieren in diejenigen, die in der tagtäglichen Arbeit dann auch das hervorbringen, was wir zu Recht von der Europäischen Union erwarten. Vielen Dank. Geht das? Hallo. I have a question in English, if I may, which is related to current affairs just outside the European Union. There's a ceasefire in Libya right now, which has been brokered by Russia and Turkey, something the EU has tried to negotiate but has failed to do so. The fact that this ceasefire has now been brokered by Turkey and Russia, is it a sign that the EU has been sidelined in international diplomacy? And if I may add that question, in how far have the divisions inside the Italian government or their action over the past week, have they played a role in this? So indeed, it is good that there is a ceasefire. This is always better than that the fighting goes on. And you can be sure that there has been a lot of diplomacy going on, and you've seen different meetings over the weekend too. Not only through Turkey and Russia, it was important because they were supporting different sides. But of course, of the European Union and member states of the European Union, and not to forget the United Nations, very important in this process. And we all know a ceasefire, yes, it is a first step in the right direction. But what you need is a building process for reconciliation, for reconstruction, and for a government of unity in Libya. This is a long way to go, and this has to be a UN-led process. This is of utmost importance, supported by the Berlin process. We know it is of utmost importance to be UN-led because there are many different actors who play their cards in the region and not always to the better of the Libyan people. Ich hake dann nochmal nach bei Libyen, und zwar die Flüchtlingsfrage. Da war Ende letzten Jahres war das Thema mit den Flüchtlingen auf Lesbos. Da gab es Absichtserklärungen seitens der Kommission. Ich habe seither jetzt nichts mehr davon gehört. Gibt es konkretere Schritte da jetzt? Es gibt, Sie sprechen jetzt von Griechenland. Ja. Die Flüchtlingslage in Griechenland. Ja. Zunächst einmal hat die griechische Regierung mit großer Intensität sich um die Lage der Flüchtlinge dort gekümmert. Und soweit ich richtig informiert bin, hat es eine Gesetzesinitiative gegeben, mehr Migranten von den Inseln ins Inland zu holen, um zunächst einmal auch zu entlasten. Und eine zweite Gesetzesinitiative, die wir sehr begrüßen, die Asylverfahren zu beschleunigen. Denn das ist ein wichtiger Punkt im Zentrum dieser Region. Es gibt große Unterstützung der Europäischen Union durchgehend
Griechenlands, um mit der Flüchtlingslage zurechtzukommen und menschenwürdige Bedingungen auch herstellen zu können. Es gibt erhebliche Investitionen seitens der Europäischen Union in den letzten Jahren, aber auch in den letzten Monaten. Und ich begrüße sehr, dass die griechische Regierung inzwischen sehr tatkräftig auf sich dieses Problems annimmt. Aber konkrete Maßnahmen jetzt seitens der Kommission gibt es noch nicht? Also wir haben in den letzten Jahren, hat die Europäische Kommission weit über eine Billion, knapp zu zwei, also Milliarden, Entschuldigung, auf Deutsch, 2 Milliarden investiert in der Region. Also das sind ganz konkrete Schritte. Und nochmal, die ganz pragmatische Unterstützung vor Ort ist gegeben. Aber wichtiger ist ja, dass die Verfahren beschleunigt werden und dass die Menschen von den Inseln aufs Inland kommen und dort auch die Verfahren dann zügig vorangehen. Das ist der wichtigste Schritt, der jetzt durch die Gesetzesinitiativen der Regierung deutlich beschleunigt worden ist. Im US-Iran-Konflikt hatte der luxemburgische Außenminister letzte Woche gesagt, dass es eine Art Helsinki-Abkommen für den Mittleren Osten bräuchte. Das ist nicht das erste Mal, dass diese Idee im Raum steht. Für wie realistisch halten Sie das und welche Rolle könnte die EU spielen, so einen Prozess zu initiieren oder zu begleiten? Die Europäische Union ist in einer wichtigen Rolle hier, vor allem der hohe Beauftragte, die HRVP. Denn über das JCPOA, das Nuklearabkommen, sind mit den anderen Playern, sei es Russland, sei es China, seien es die E3, sehr starke, gute, belastbare Verhandlungswege mit dem Iran aufgebaut worden. Und innerhalb von Krisen ist es immer hilfreich, diese Verhandlungskanäle oder Dialogkanäle dann tatsächlich auch nutzen zu können. Hier hat der hohe Beauftragte Enormes geleistet in den vergangenen Tagen und Wochen. Und das ist meines Erachtens das, was wir immer im Auge behalten sollten, dass bei allen Konflikten, die auch mit Gewalt einhergehen, am Ende das Gespräch wieder aufgenommen werden muss. Und dann braucht man Gesprächskanäle, die man tatsächlich auch nutzen kann. Und hier spielt die Europäische Union eine große Rolle. All right. Voilà, merci, Frau.